Okay, wir singen nicht mehr, aber dafür spielen wir jetzt was. Okay. Hast du Lust, was zu spielen? Na, total, ja. War eh eine rhetorische Frage, wir machen es auf jeden Fall. Und wir spielen das hier. Und moderiert wird dieses Spiel von unserer Autorin, TikTok-Ikone und ganz neu Grimme-Preisgewinnerin, Marie-Lena Schmidt. Ja. So, wir spielen heute ein Spiel. Mhm. Es ist ganz einfach. Wir spielen euch Ausschnitte von bekannten PolitikerInnen vor und ihr müsst erraten, wer da spricht. Das heißt, ihr müsst die anhand der Stimme erkennen. Warte mal, da hat er ja einen riesen Vorteil. Der hat doch Sprachnachrichten von allen. Von allen. Das testen wir jetzt. Also, okay. Naja, wenn ihr nach dem ersten Ausschnitt noch nicht wisst, wer es ist, dann kriegt ihr noch ein bisschen mehr zu hören. Mhm. Okay. Und wenn ihr wisst, wer es ist, dann drückt ihr den Buzzer. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Spaghetti Bolognese. Ja. Was? Das war Angela Merkel. Genau. Wow! Kevin hat das Spiel verstanden. Entschuldigung. Gesundheit. Das kann man nicht wissen. Das war Martin Schulz? Was? Nee. Olaf Scholz. Kommt das jetzt nochmal? Ach so, okay. Kannst du nochmal? Mach nochmal, ich will nochmal. Entschuldigung. Ja, okay. Ja, ja. Klar, hört man am Niesen. Das ist unser Kanzler. Das ist doch klar. Scholz? Ja. Schulz! Okay. Und wenn wir es falsch sagen? Wenn wir es falsch sagen, dann hören wir noch ein bisschen weiter und dann kann... Ehre weg. Genau. Okay. Ja, wir noch mal ein bisschen gucken, ob ihr es vielleicht dann errät. Seid ihr bereit? Habt ihr bereit geboren. Bereit geboren, dann bitte der erste Abschnitt. Ich würde den Joint nehmen. Was? Inge Meisel? Ich klang nach Susanne Daubner, aber wir suchen ja nach Leuten aus der Politik. Können wir es noch mal hören? Wir hören einfach noch mal weiter. Ich würde den Joint nehmen mit Merz. Der hat ja auch behauptet, als junger Mann. Das ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das stimmt. Ja. Ich würde den Joint nehmen. Ich würde den Joint nehmen mit Merz. Der hat ja auch behauptet, als junger Mann Moped gefahren zu sein. Ich stelle mich nachher raus. Stimmt gar nicht. Ja, sehr gut. Ich konnte sie erst nicht zuordnen, weil sie gar nicht über Panzer gesprochen hatte. Aber jetzt ging's wieder. Ja. Oh nein! Es geht weiter. Der nächste Ton. Thank you. Good evening, New York. Ah, oh, fuck. Nee. Entschuldigung. Ist das Hillary Clinton? Nein. Nein. Auch nicht. Wollen wir mal weiterhören? Das war doch kein Native Speaker, oder? Wie? Ich finde, es klang irgendwie wie Alice Schwarzer, aber das ist ja auch nicht... Können wir noch mal hören? Ja. Thank you. Good evening, New York. Spaghetti Hello. Bolognese. Oh, ist, oh Gott. It's ist, great to be with you. Spaghetti Bolognese. Ist es Frau von der Leyen? Es ist Frau von der Leyen. Ist es? Thank you. Good evening, New York. Hello. It's great to be with you. There's such an amazing energy out here. Ja. Jetzt. Guten Morgen. Noch ein Punkt für dich. Yeah. Sehr, sehr gut. Es ist aber noch nichts entschieden. Hören wir mal in den nächsten Ton rein. Also. Was? Das ist doch nicht. Aber eigentlich. Spaghetti Bolognese. Friedrich Merz. Ja. Nein. Was? Oh, gut. Ehrlich nicht? Okay, dann. Noch eine Chance. Darf ich nochmal drücken? Willst du nochmal drücken? Nee, du hast noch eine Chance. Ja. Okay, dann haben wir mal eine Runde weiter. Ich darf jetzt nicht, oder wie? Nee, du bist jetzt. Ich bin raus. Also beim Wing Chun bin ich derzeit wirklich schon im Training. Ja, jetzt ist das. Das ist ja ein Baby einfach. Ja, wir grüßen Karl Lauterbach an dieser Stelle. Ja. Mit einem salzfreien Gruß. Also beim Wing Chun bin ich derzeit nicht wirklich gut im Training, daher möchte ich mich hier nicht blamieren mit den Restkenntnissen, die ich noch habe. Ich bin verletzungsbedingt auf andere Sportarten übergegangen, insbesondere das Tischtennisspiel. Sag doch nächstes Mal einfach nein. Die Mitarbeiter im Gesundheitsministerium haben ihm zum Geburtstag kürzlich eine Tischtennisplatte geschenkt, die jetzt unbenutzt im Ministerium rumsteht. Aber man könnte. Also. Ja. Ja. Haben es besser als brauchen. Ja. Genau. Absolut richtig.
Seid ihr bereit für den nächsten Ton? Ja. Weiter geht's. Ja, mein Lieblingsfilm, da ist Star Wars schon ganz weit vorne. Das ist Philipp Amthor. Das ist Philipp Amthor. Ah, den habe ich ganz vergessen. Ja. Ich habe vergessen, dass es den gibt. Oh, ja, mein Lieblingsfilm, da ist Star Wars schon ganz weit vorne, aber ich glaube, die noch größere Passion habe ich für James Bond. Oh Mann, sogar mit Maske hast du ihn erkannt. Ja, gut. Okay, der nächste Sound. Spaghetti Bolognese. Claudia Roth. Das ist richtig. Nicht schlecht. Attitude stimmt einfach. Okay. Okay. Das war's auch schon. Du hast gewonnen, Kevin. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Kevin, wieder ja. Gutes Spiel. Wirklich sehr, sehr gut gespielt. Fertig geguckt? Ihr könntet jetzt endlich eure To-Dos abarbeiten. Oder ihr guckt euch einfach noch mehr Dix-Content an. Einfach hier klicken für das nächste Video, da oben, um unseren Kanal zu abonnieren, oder hier, um in eine wundervolle Welt der ARD-Mediathek zu kommen mit allen Folgen Dix.